Auf der Baustelle an der Kreuzung Naumburger Straße-Altenburger Straße laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Im Februar kam es hier zu einer Fernwärmehavarie. Am kommenden Dienstag tauschen die Stadtwerke die defekten Rohre aus. Damit alles reibungslos abläuft, werden die neuen Rohre gerade auf den Austausch vorbereitet. An sich sind die Vorbereitungsarbeiten für die Reparatur soweit abgeschlossen. Aktuell ist die Firma Streicher dabei, die Rohrleitungsvormontage schon zu treffen, die de facto ohne Freischaltung möglich ist. Man hört es im Hintergrund, wird also auch geschliffen, geschweißt, sodass wir also so wenig wie möglich Arbeiten haben, dann wenn die Freischaltung erfolgt ist und die Leitung demontiert werden kann. Für den Zeitraum der Reparaturarbeiten, am 30. November von 6 bis 17 Uhr, muss die Fernwärmeversorgung in einigen Gebieten abgeschaltet werden. Dies betrifft alle Haushalte ab dem Emil-Höllein-Platz Richtung Norden, entlang der Leipziger Straße, der Fritz-Kahle-Straße und der Dornburger Straße bis hin zur Naumburger Straße. Gebäude zwischen der Merseburger Straße und der Kamburger Straße, entlang der Stifterstraße und die Wohngebiete Nord 2 und 3 bis nach Zwezen sind ebenfalls von der Unterbrechung betroffen, können aber notfallversorgt werden. Dafür werden mobile Heizcontainer sowie die Biogasanlage Zwezen eingesetzt, die in diesem Zeitraum für die nötige Wärme sorgen. Bei vielen Jenaern kam die Frage auf, warum die neuen Leitungen im Winter verlegt werden müssen. Es gibt mehrere Gründe. Zum einen brauchten wir eine sehr lange Vorbereitungszeit, was Planung, Tiefbau, was Planung, Rohrbau betrifft. Zum zweiten gab es die Baustelle vorne in der Dornburger Straße, die eine Zufahrt über die Schützenhofstraße nicht gewährleistet hat, sodass es hier also keine Genehmigung gab, die Kreuzung komplett zu sperren. Und als drittes war es auch nicht ganz einfach, eine Spezialtiefbaufirma zu beauftragen, die uns den Verbau hier anbringt. Das hat alles sehr viel Zeit gekostet, sodass wir am Ende ja tatsächlich quasi im Winter sind. Die kompletten Arbeiten an der Fernwärmeleitung sollen bis Weihnachten abgeschlossen werden. Im Zuge dessen ist eine zweite Unterbrechung der Versorgung notwendig. Diese soll frühzeitig separat von den Stadtwerken angekündigt werden.